Einen wunderschönen guten Tag, liebe Mitglieder aus dem HelloFit-Studio. Da uns einige Anfragen erreicht haben, werden wir heute mal ganz speziell für den unteren Rücken euch ein paar Übungen zeigen. Und zwar, ihr macht jede Übung 40 Sekunden, danach 10 Sekunden Pause und die Übung dann wieder 40 Sekunden. Die erste Übung, wir legen uns ganz flach auf den Bauch, Kopf nach oben und jetzt heben wir einmal den rechten Arm und das linke Bein und den linken Arm und das rechte Bein. Das Ganze machen wir dann abwechselnd 40 Sekunden lang. Die nächste Übung, wir legen uns flach auf den Rücken, winkeln die Beine an und heben jetzt unsere Hüfte nach oben. Das Ganze macht sie dann auch wieder 40 Sekunden lang. So trainiert sie zugleich Po, Oberschenkel und speziell auch den unteren Rücken. Die nächste Übung ist dann der sogenannte Rückenplank. Und zwar schaut ihr, dass ihr euch auf der Ferse aufstützt und auf dem Schultergürtel und jetzt versucht ins Hohlkreuz zu gehen. Ja, hier auch wieder 40 Sekunden halten und danach wieder 10 Sekunden Pause. Die nächste Übung finde ich speziell ganz, ganz lustig. Der Karol wird sie Hampelmann auf dem Bauch nennen. Und zwar legt ihr euch flach hin und jetzt einfach Arme und Beine wedelnd nach oben. Auch wieder hier 40 Sekunden lang. Und zu guter Letzt haben wir noch den sogenannten Plank auf dem Bauch. Das Ganze machen wir in einem Fünfer-Split. Heißt, wir ziehen Arme und Beine zusammen nach oben, halten das 5 Sekunden lang, legen es wieder 5 Sekunden ab und ziehen es wieder hoch. Das war's schon wieder von uns. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Viel Erfolg euch und wir sehen uns. Liebe Grüße.